Christian, Sie sind 17 Jahre alt und deshalb verhandeln wir Ihre Strafsache wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht. Und die Öffentlichkeit habe ich entgegen dem Üblichen zugelassen. Für die Jugendgerichtshilfe ist Frau Lorenz anwesend. Christian, Ihr Nachname ist Arn. Sie sind am 14. Juni 1994 in Euskirchen geboren, habe ich mir notiert, wohnen in Köln. Sie sind ledig, Kinder haben Sie noch keinen und Sie gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? Ja, in die 12. Klasse der Heinz-Oehler-Gesamtschule. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Der Angeklagte ist ein schwacher Schüler und musste befürchten, wegen seiner Mathematiknote nicht zur Abiturprüfung zugelassen zu werden. Als er am 13. Januar 2012 die Tochter der Schuldirektorin Elisabeth Bergmann besuchte, nutzte er die Gelegenheit und steckte sich den Schulschlüssel ein. Noch in derselben Nacht gelangte er damit ins Lehrerzimmer und nahm sich die Aufgaben für die nächste Mathematikklausur mit. Als in dem Moment der aufmerksam gewordene Hausmeister Emil Seifert das Lehrerzimmer betrat, nahm sich der Angeklagte ein herumliegendes Seziermesser und versteckte sich unter einem Tisch. Als Seifert anfing, sich überall gründlich umzusehen, nahm der Angeklagte das Seziermesser und stach ihn damit in die rechte Wade, um ungehindert mit der Klausuraufgabe fliehen zu können. Christian Arndt wird daher wegen schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Christian, möchten Sie Angaben machen zur Sache oder werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen gebrauchen? Na klar möchte ich aussagen. Erstens habe ich die blöde Mathe-Klausur nicht geklaut und zweitens habe ich den Hausmeister nicht abgestochen. Gott sei Dank ist es nicht so weit gegangen mit Abstechen, sondern Anstechen, aber es war schmerzhaft genug. Also irgendwann, irgendjemand war jedenfalls an diesem 13. Januar 2012 nachts, und zwar genauer gesagt 23.40 Uhr, im Lehrerzimmer. Was haben Sie denn an dem Abend gemacht? Naja, ich war mit meiner Freundin bei ihr zu Hause. Ich hatte sowas wie ein Kennenlernabendessen mit ihrer Mutter. Ja, das hätte ich mir ja verkneifen sollen. Warum? Was ist denn da schiefgegangen? Was da schiefgegangen ist? Die hat mich ausgequetscht wie eine Zitrone. Das war ein Verhören, kein Essen. Das war, da habe ich erst mal gemerkt, dass der nur die guten Noten zählen und nicht das, was der Mensch ausmacht. Ja, das ist so eine Berufskrankheit bei Lehrern und bei einer Rektorin ist es das natürlich ganz besonders. Und warum war das so schlimm für Sie? Weil Ihre schulischen Leistungen, um das mal ganz höflich auszudrücken, äußerst durchwachsen waren, insbesondere was das Fach Mathematik angeht. Da haben Sie sämtliche Klausuren mit einer mangelhaft bestanden, will ich nicht sagen. Da sind mit mangelhaft durchgefallen. Also Respekt, dass Sie überhaupt noch dahin gegangen sind zu den Klausuren. Das zeigt eine hohe Frustrationstoleranz, ja immerhin. Haben Sie das der Frau Bergmann an diesem Abend denn so gesagt, dass Sie da mit einer mangelhaft rumlaufen? Ja, na klar habe ich ihr das gesagt. Sie ist die Direktorin, soll ich sie anlügen? Aber das hätte ich auch lieber lassen sollen, weil als ich dann den Blick gesehen habe, der hat 1000 Bände gesprochen. Ja. Auf einmal war ich nicht mehr gut genug für ihre Tochter. Naja, wenn man in Mathematik nicht so gut ist, dann kann man immerhin noch Fernsehrichterin werden. Wie lange ging eigentlich dieses Kennenlernen-Abendessen? Das ging so bis um 10. Danach bin ich mit Sarah zu mir gegangen und haben noch für die Mathe-Klausur gelernt am Montag, weil die wirklich extrem wichtig für mich war. Warum war jetzt gerade die so extrem wichtig? Naja, weil diese Klausur entscheidet halt, ob ich in die 13. Klasse versetzt werde. Ja, und für mich hat das auch noch einen anderen Wert, denn ich will ja auch Sarah und ihrer Mutter zeigen, dass ich was auf dem Kasten habe. Also er kann die Tat gar nicht begangen haben, weil zu der Zeit, als der Hausmeister angegriffen und so schwer verletzt wurde, er zu Hause mit Sarah war und für die Klausur gebüffelt hat. Genau. Ja, wenn dieses Alibi stimmt, Frau Tasic, also das wäre ja nun nicht das erste Mal, dass eine Freundin ihrem Freund hier zumindest vorgerichtlich außerprozessual erstmal ein falsches Alibi geben will oder nicht. Für sie war das wichtig, diese Klausur. Ich glaube Ihnen, dass sie in die Düse gegangen ist, weil sie das der Mutter sagen mussten, wie schlecht sie in Mathematik dastehen. Sie wollten diese Klausur bestehen, weil sie versetzt werden wollten. Was ich Ihnen nicht glaube, ist, dass sie sich mit ihrer Freundin da zum Lernen zurückgezogen haben. Das glaube ich Ihnen ehrlich gesagt nicht. Sie haben diesen Schlüsselbund gesehen von der Schule, denn der hing da ja am Schlüsselbrett von der Frau Bergmann. Und sie wussten genau, das ist meine Chance, an die Mathe-Klausur zu kommen. Den haben sie sich geschnappt und damit sind sie dann auch hinter in die Schule gegangen. Ich wusste gar nichts von irgendeinem blöden Schlüssel von irgendwelcher Schule. Ich wusste nicht mal, dass der da liegen soll. Doch, sie wussten das. Und sie sind nur anderthalb Stunden später dann tatsächlich in die Schule gegangen und haben sich Zutritt zum Lehrerzimmer verschafft. Was sie nicht wussten, ist, dass sie dabei gefilmt worden sind. Und das gucken wir uns vielleicht jetzt mal an, Frau Vorsitzende. Dann bin ich gespannt auf Ihre Einlassung. Also jedenfalls gibt es Aufnahmen vom Täter am Eingang zum Lehrerzimmer. War nämlich in der Zwischenzeit ab Ende November so eine Videokamera installiert, weil nämlich dort ein paar Tage vorher jedenfalls ein Beamer weggekommen war und 600 Euro aus irgendeiner Kasse. Wir schauen uns das Video doch mal an. Ja. Also Frau Vorsitzende, das ist jetzt nicht die allerbeste Bildqualität. Die Schule filmt noch nicht in HD. Aber ich glaube, man erkennt hier doch recht gut,
von der Statur und von der Kleidung her, dass das der Angeklagte Herr Römer, ich bitte. Ist. Und jetzt achten Sie mal drauf, Sie wissen natürlich nicht, welchen Schlüssel Sie nehmen müssen. Das dauert jetzt wirklich fast eine halbe Stunde, bis Sie da reinkommen. Man kriegt schon fast Mitleid mit Ihnen, weil Sie es natürlich nicht wussten. Welcher Schlüssel ist das fürs Lehrerzimmer? Herr Römer, ich bitte Sie, falls das wirklich der Schlüsselbund von der Frau Bergmann ist, dann wäre das wohl mit Ausnahme von der Frau Bergmann selbst vielleicht doch jedem Dieb so gegangen. Jetzt gucken Sie doch mal bitte genau hin. Was bei diesen Lichtverhältnissen erkennen Sie? Das ist sowas von schlecht. Eine lebendige Person. Punkt. Und jetzt kommt der Hausmeister, der Herr Seifert, zum Lehrerzimmer, weil er von seiner Wohnung aus gesehen hat, dass irgendjemand mit einer Taschenlampe Lehrerzimmer war. So, und da geht es dann weiter, das schauen wir uns. So, da müsste er jetzt an sich gleich kommen. Ja, der Herr Seifert hat das wohl mitbekommen, Frau Vorsitzende, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, hat aber nicht die Polizei gerufen, hat gesagt, ich schaue selber nach, ist dann ins Lehrerzimmer reingegangen. Vom Lehrerzimmer selber existieren natürlich keine Aufnahmen, aber es lag ein Seziermesser auf dem Tisch, das gehörte zur Vorbereitung des Biologieunterrichts und damit hatten sie sich bewaffnet. Sie saßen unter dem Tisch und als er davor gestanden hat, haben sie zugestochen und da kommen sie nämlich raus und weg sind sie. Das haben wir dann wieder, wie sie fluchtartig den Tatort verlassen Video. Haben. Das kann doch jeder sein. Ja, nun leider kann man bei diesem, und das muss man einfach mal offen sagen, ja, das kann nach diesem Video jeder sein. Man sieht das Gesicht des Täters nicht. Man erkennt nur eine recht schmale Statur, die passt, aber die passt ehrlich gesagt auf viele junge Menschen. Eben, und deswegen gibt es nämlich auch keinen Grund anzunehmen, dass die Person auf dem Video der Mandant ist, Herr Römer, wirklich. Und im Übrigen, haben Sie denn das mit der Taschenlampe gesehen? Der Täter hat eine Taschenlampe in der Hand. Wo ist denn jetzt Ihr berühmter Klausurbogen? Den hat er nicht in der Hand gehabt. Hat er sich natürlich eingeschätzt. Frau Tasek, ja, ja, Platz genug in der Jacke, oder? Ich war nicht da. Ich war an dem Tag nicht in der Schule. Ich war mit Sarah zu Hause und habe gelernt. Natürlich. Na, also jedenfalls muss dieses spätabendliche und nächtliche Lernen ungemein die Erleuchtung gebracht haben. Nicht? Für die Klausur, die Sie am Montag drauf geschrieben haben, ja? Da haben Sie eine 1 bekommen. Also von immer 5 auf 1. Und das ist eine stabile Verbesserung. Nicht? Wie kommt's? Naja, ich habe einfach mal gebüffelt wie ein Ochse. Nicht nur die 2 Stunden mit Sarah. Ich habe mich das ganze Wochenende für die Klausur hingesetzt, weil mir die wirklich wichtig war. Und da haben Sie gleich eine 1 geschrieben. Und nächstes Wochenende setzen Sie sich noch mal 2 Stunden hin und dann widerlegen Sie die Relativitätstheorie. Ja. Sie sind ein Einstein. Ja, danke sehr. Warum versteifen Sie sich in Herrgotts Namen so auf meinen Mandanten? Ich kann das nicht verstehen. Sie wissen doch genauso gut wie wir alle, jedenfalls die Frau Vorsitzende, die Schöffen noch nicht, gerade mal 6 Wochen vor der Tat ist doch gleich 2-mal ein anderer in diesem Lehrerzimmer gewesen und hat da diesen Beamer, und die Frau Vorsitzende hat das schon gesagt, diese Geldkassette, das Geld da rausgeklaut. Und dieselbe Person war an dem Tatabend wieder da und hat sich Zugang zum Lehrerzimmer verschafft. Nur diesmal ist sie natürlich vom Hausmeister überrascht worden und konnte diesen angeblichen Klausurbogen, der da geklaut sein worden sein soll, auch nicht mitnehmen. Aber warum soll diese Klausurbögen, also wer nach Beamer sucht und nach Geld, interessiert aber definitiv einen Klausurbogen nicht. Jedenfalls feststeht, diese Person hatte und hat immer noch einen Schlüssel. Und bei den ersten Diebstählen gab es auch keine Einbruchsspuren, irgendwelche Aufbruchsspuren. Das heißt, diese Person hatte auch den passenden Schlüssel zur Schule und zum Lehrerzimmer. Und das war auch im Übrigen damals nicht der Schlüssel von Frau Bergmann, denn der war auf jeden Fall bis zum 13. Januar in ihrem Besitz, wenn sie ihn nicht gerade mitgenommen hatte. Wir werden sehen. Noch Fragen an den Angeklagten konkret im Moment. Ich möchte mal mit dem Geschädigten beginnen. Emil Seifert, bitte, und Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Seifert, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Herr Seifert, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Emil, Sie sind 58 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie für einen Beruf? Ich bin gelernter Elektriker und seit Jahren Hausmeister an der Heinz-Oehler-Gesamtschule. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Herr Seifert, Sie sind am 13. Januar 2012 kurz vor Mitternacht in dieses Lehrerzimmer gegangen und sind dort mit diesem Seziermesser angegriffen worden und an Ihrer rechten Wade verletzt worden. Genau, und zwar von diesem da. Ich habe Sie nicht angegriffen. Ach, mich wundert, dass der noch auf unserer Schule ist. Zu meiner Zeit wäre der längst hochkant rausgeflogen. Ja, aber zu Ihrer Zeit hat man es vielleicht mit der Unschuldsvermutung nicht so ganz gehabt. Das weiß ich auch nicht. Also jedenfalls ist er bislang nicht suspendiert worden, was auch fürchterliche Konsequenzen hätte. Insofern, er könnte sich nicht aufs Abitur vorbereiten, wenn er es denn nicht gewesen ist. Und das wissen wir im Moment wirklich nicht. Wie sind Sie denn überhaupt auf den Täter aufmerksam geworden? Also ich wohne ja direkt gegenüber der Schule und ich kann aus meinem Schlafzimmer in das Lehrerzimmer schauen. Und an dem besagten Tag
wollte ich gerade zu Bett gehen und habe Licht gesehen, und zwar Licht von einer Taschenlampe. Ja, aber wenn ich Licht von der Taschenlampe gegenüber sehe, dann rufe ich die Polizei und gehe definitiv nicht dieser Lampe nach. Ja, also bis die Polizei mit der Tütata da gewesen wäre, wäre der Dieb bestimmt über alle Berge gewesen. Und da habe ich mir gedacht, ich ziehe mich an und schaue nach, weil ich dachte, das wäre bestimmt der Einbrecher vom letzten Mal, vom November gewesen. Also da müssen doch keine Heldentaten von Ihnen sein. Ja, ich wollte den Dreckskerl einfach erwischen. Und wir hätten mal besser eine teurere Kamera installiert, dann hätten wir ihn noch erkannt. Wie oft soll ich Sie als Sie gekommen sind, ich hab's verstanden, das ist seine Meinung. Als Sie gekommen sind, stand da die Tür zum Lehrerzimmer offen? Als ich dann vor dem Lehrerzimmer stand, habe ich gesehen, die Tür war angelehnt. Ich habe die Tür dann vorsichtig geöffnet, direkt Licht angemacht, habe mich umgesehen in dem Lehrerzimmer und so auf Anhieb nichts gesehen. Mhm. Und bevor ich dann dazu kam, mal unter den Tischen nachzuschauen, da hat es schon in meiner Wade gebrannt wie Sau und ich bin zusammengeklappt und hingefallen. Mhm. Haben Sie noch irgendwas, ein Zipfelchen irgendwie vom Täter gesehen? Ja, also ich habe aus den Augenwinkeln gesehen, dass jemand rausgerannt ist. Aber ich konnte mich ja kaum bewegen. Da war ja ein Muskel angeschnitten. Und Gott sei Dank hatte ich mein Handy dabei und habe dann Polizei und Krankenwagen angerufen. Die haben mich ins Krankenhaus geschafft und die Wunde genäht. Und na, dann habe ich 3 Wochen da gelegen, war krankgeschrieben, bis ich wieder halbwegs laufen konnte. Ja, wenn Muskeln durchtrennt sind, klar. Haben Sie heute noch Beschwerden? Also eigentlich nicht, hin und wieder schon mal Albträume. Also du bist schon ziemlich bekloppt, mich abzustechen wegen so einer Klausur. Ja, und Sie glauben es auch noch, dass ich es war. Ja, klar warst du das. Und wahrscheinlich hast du auch den Beamer und das Geld geklaut. Halt einfach, jetzt reicht's aber nun wirklich. Ja, weder der Beamer noch das Geld ist bei ihm gefunden worden, was Ihre Stichverletzung anbetrifft. Sie haben nichts gesehen, Sie haben nichts gehört und Sie beschuldigen immer noch, ja? Also, das ist doch sonnenklar. Zunächst mal fällt der Mathematiklehrerin, der Frau Strom, auf, dass ein Klausurbogen fehlt. Und dann, wie durch ein Wunder, Christian schreibt eine 1 in Mathe. Und dann kommt noch raus, dass er freitags vorher bei der Rektorin zu Hause war. Da ist der Fall doch sonnenklar. Wissen Sie, warum ich die 1 bekommen habe? Weil ich das erste Mal wirklich für eine Klausur gelernt habe. Junge, red doch kein dummes Zeug. Du bist noch nie ehrlich an eine gute Note gekommen. Also, weshalb vermuten Sie das? Das vermute ich wegen diesem Mäppchen hier. Das habe ich nämlich im Oktober auf dem Schulhof gefunden. Dann geben Sie mir mal das. Und da steht der Name Christian drin. Und was ist noch drin? Ein Fuschzettel für eine Chemieklausur. Geben Sie mir mal das. So. Da sieht man doch, dass du schon immer versucht hast, die Lehrer hinter das Licht zu führen. Ja, aber Gott im Himmel, das ist jetzt nicht wahnsinnig schön. Aber seitdem es Schule gibt, gibt es auch Spickzettel. Warum kommen Sie denn mit dem Mäppchen übrigens erst heute? Also ich hatte das aus den Augen verloren. Ich habe neulich unsere Kiste mit Fundsachen aufgeräumt und da fiel mir das Mäppchen in die Hände. Und das ist ja dann wohl nicht abgeholt worden. Klar hast du das nicht abgeholt. Du wolltest ja nicht, dass die Sache auffliegt. Erstens, es gibt noch mindestens 4 andere Christian in meinem Jahrgang. Ja, jedem kann die gehören. Und vor allen Dingen, jeder fuscht doch mal in der Schule, oder? Von meinem Mandanten sind keine Spuren im Lehrerzimmer gefunden worden. Und Alibi hatte auch noch. Was wollen Sie noch von ihm? Na, also, das Alibi können Sie ja in der Pfeife rauchen. Das Mädel ist total verknallt in ihn. Und die sagt alles, um ihn rauszuboxen. Was halten Sie eigentlich von der Lehrerin Tanja Strom? Kommen Sie denn jetzt auf die? Haben Sie nicht den Eindruck, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt? Frau Strom, das ist eine ganz nette junge Frau. Was soll mit der denn nicht stimmen? Also, ich bin informiert darüber, dass sie nicht gerade den größten Respekt, zumindest bei den Schülern, genießt. Ja, das kriege ich natürlich als Hausmeister nicht so mit, aber... Aber was? Ja, ich will ja jetzt nicht in den Rücken fallen, der Frau Strom, aber es kann schon sein, dass da was ist. Ich habe sie nämlich mal im Physikraum erwischt, wie sie total am Heulen war. Wann war das in etwa? Das war Anfang Dezember. Da saß sie da total verstört und ich habe sie dann gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und da ist sie aufgesprungen, wie von einer Tarantel gestochen und weggelaufen. Und kam Ihnen das nicht verdächtig vor? Nein, das kam mir nicht verdächtig vor. Kann ja jeder mal einen schlechten Tag haben. Also ich glaube, dass Tanja Strom enorme finanzielle Probleme hat, ja? Und dass sie auch diejenige gewesen sein dürfte, die den Beamer und das Bargeld 600 Euro geklaut hat. Das können wir uns später fragen. Ich habe Sie als Zeugin geladen. Ja. Noch Fragen an den Zeugen Seifert, der ist momentan gerade da. Dann möchte ich erst mal mit der Freundin des Angeklagten fortsetzen. Sarah Bergmann, bitte. Und mich mal um das Alibi kümmern. Sarah, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz.
Sarah, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, hat sie schon lange rumgesprochen. Wenn man das nicht tut, macht man sie strafbar. Trotzdem wird das eine oder andere Mal gelogen, aber sie sollten es nicht tun. Sie können natürlich immer dann schweigen, 55, wenn sie sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Dann kann man mal sagen, dazu sage ich nichts, nur lügen bitte nicht. Sarah, Ihr Nachname ist Bergmann, Sie sind 16, wohnen in Köln. Sie gehen auch noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? Ich gehe in die 10. Klasse, auf die gleiche Schule wieder. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Ihrem Freund wird ja hier vorgeworfen, mit dem Schlüssel Ihrer Mutter am 13. Januar 2012 gegen 23.40 Uhr, die Zeit wissen wir wegen der Videoüberwachung, ins Lehrerzimmer eingedrungen zu sein, um diese Mathematikklausur, die Aufgabenstellung jedenfalls zu besorgen. Und als der Hausmeister dazugekommen ist, hat er oder soll er, sagt die Staatsanwaltschaft, sich unter dem Tisch versteckt haben und dann ihm mit diesem Seziermesser in die Wade gestochen haben, um zu fliehen mit der Mathe-Klausur. Ne? Das ist der Vorwurf. Ja, aber ich meine, das kann nicht sein. Wir haben den ganzen Abend zusammen gelernt. Naja, den ganzen Abend jetzt ja nicht. Erst war es ja Schaulaufen bei ihrer Mutter angesagt, oder nicht? Ja, das stimmt. Also, ja, wir haben uns gut gegen 8. Ja, so gegen 8 haben wir uns bei mir getroffen, weil meine Mutter wollte ihn halt kennenlernen. Mhm. Und ja, beim Abendessen hat sie dann ihn über seine Noten und seine Zukunftspläne ausgefragt. Und als sie dann halt herausgefunden hat, dass Christian notenmäßig in der Schule nicht so top ist, ist sie total ausgeflippt und hat einen Mordsaufstand gemacht. Mhm. Sind Sie deswegen noch mit ihm nach Hause gegangen, um Mathematik zu lernen? Ja, das stimmt. Also, ja, wir sind so... Ich habe mich auch selbst gewundert, warum meine Mutter mich so spät überhaupt noch rauslässt. Es war schon 10 Uhr. Und ja, dann bin ich mit zu ihm und ich habe ihm so ein bisschen die Wahrscheinlichkeitsrechnung beigebracht, beziehungsweise geholfen. Und ja, so gegen 12 bin ich dann nach Hause und er hat halt noch weitergelernt. Also dann möchte ich noch mal auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung zurückkommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, Frau Tasic, dass ein frisch verliebtes Pärchen in diesem jungen Alter sich nachts zwischen 10 und 12 und dann noch darüber hinaus hinsetzt und Mathematik lernt? Das glaube ich Ihnen nicht. Ja, ich glaube es Ihnen nicht. Das haben wir aber, weil die Prüfung alles entscheidend war für Christian. Die Prüfung war alles entscheidend, genau. Dafür wird man dann alles tun. Und diese Gerichtsverhandlung heute hier, die ist doch auch entscheidend, oder nicht? Da würde man möglicherweise auch alles tun, damit es nicht zu einer Verurteilung für den Freund kommt. Möglicherweise auch, ich sag's mal ganz vorsichtig, ihm ein falsches Alibi zu geben. Denn wenn die Mutter das rauskriegt, dass er verurteilt wird, das ist ja fast noch schlimmer als eine 5 in Mathe, dann würde sie ihnen den Umgang mit ihm verbieten, oder nicht? Sie mag ihn noch nicht, sie ist doch überzeugt davon, der tut ihm nicht gut. Ja, klar, sie hat ihn schon längst als Verbrecher abgestempelt, aber ich meine, sie labert mir eh schon die ganze Zeit die Ohren voll, von wegen, habe ich's dir nicht gesagt, der ist ein Verbrecher, halt dich von ihm fern, der scheitert eh in seinem Leben. Ja. Klingt ein bisschen danach, als wäre das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Mutter eher angespannt. Ja, ihr passt nie, was ich mache. Ich meine, ich muss mein ganzes Leben nach ihr richten. Ich meine, immer wenn ich gerade Freunde hatte an irgendeiner Schule, dann sind wir wieder umgezogen. Sie müssen wissen, wir sind in 10 Jahren 4-mal umgezogen. Und das alles nur wegen ihrer Karriere. Und sie hat einfach überhaupt keine Rücksicht auf mich genommen. Und jetzt, wo ich endlich mal glücklich mit Christian bin, will sie es mir wieder kaputt machen wegen seiner Noten. Sarah, ich möchte nochmal auf diesen Besuch bei ihrer Mutter, also vorher, zurückkommen. War ihr Freund während des Besuchs mal alleine zwischendurch? Nein, also... Naja, also meine Mutter hatte mich einmal ganz kurz in die Küche gerufen und da hat sie dann gleich angefangen, mich wieder zuzutexten, wie schlecht er für mich sei. Und ja, dann bin ich sofort wieder raus. Es waren echt nur ein paar Sekunden und er saß noch genauso da wie vorher. Also er war unbeaufsichtigt, um es so zu sagen, und er hatte genug Zeit, um den Schlüsselbund sich einzustecken. Das hätte nämlich gereicht, was Sie uns gerade hier beschrieben hätten, die Zeit. Ich wusste nicht mal, wo dieser Schlüssel überhaupt in der Wohnung liegen soll. Das hat mich noch nie interessiert. Mich interessiert nur Sarah. Ja, eben. Und außerdem, so schlecht ist er jetzt auch nicht, dass er irgendwelche Prüfungen klauen müsste. Nein, er hat sich in den letzten Wochen sehr gemacht. Ja, er hat eine Eins geschrieben. Frau Vorsitzende, könnte ich da mal dazwischen? Gerne, Frau Lorenz. Gerade an dieser Stelle. Und zwar, gut, der Christian ist in einem Alter, da stecken viele Jungs ihre Nase und ihre ganze Energie in andere Dinge als in schulische. Da haben die einfach andere Interessen und vieles erscheint wichtiger. Aber nach Auskunft der Lehrer scheint es wirklich so zu sein, dass der Christian in letzter Zeit an sich gearbeitet hat, wie seine Freundin sagt. Er hat jedenfalls seine Leistungen enorm verbessert und in vielen Fächern deutlich bessere Noten bekommen. Der hat ein Ziel, der will sein Abi machen.
Abi haben. Und deswegen glaube ich, dass es hier tatsächlich mal so sein könnte, dass er für diese gute Mathe-Note einfach mal richtig gepaukt und gelernt hat. Mhm. Und was auffällig ist, seit er mit Sarah zusammen ist, haben sich seine schulischen Leistungen enorm verbessert. Sie scheinen ihm auch gut zu tun. Genau, und die schlechtesten Noten bekommt er eh nur von Frau Strom, ich meine. Aber das ist auch nicht, weil er es nicht kann, es ist einfach nur, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkommt und voll frustriert ist. Sie hat sowieso einen Knall. Die hat einen Knall, aha, warum?